Hey, Siligurke hier und willkommen zurück zur Dauerwerbesendung für den gratis erreichbaren Minecraft-Server Lasergurkenland mit der Domain silihuhn.com. Alternativ gibt es auch die IP-Adresse 19.202.1.7.134. Genau. Und wir schauen heute ja, was ganz Besonderes. Und zwar, was ist mit meinen Frames los? Ah. Ja. Und zwar diesmal ausnahmsweise ein nicht Creative Commons Video. Aber ich glaube, es ist ein Re-Upload von einem Creative Commons Video. Also das sollte schon passen. Und zwar schauen wir heute den Full Ethical Hacking Kurs Network Penetration Testing for Beginners 2019 an von dem Free, wie hieß der Channel? FreeCodeCamp.org Channel. Aber das ist nur ein Re-Upload und ich glaube auch eine Compilation von Videos. Also das Video dauert 14 Stunden, eigentlich 15 Stunden. Und naja, das Originalvideo ist von Cybermentor. Ich weiß nicht, wie ich das dann crediten werde oder verlinken. Also ich werde wahrscheinlich den Link von einfach FreeCodeCamp da reinpacken. In der Beschreibung steht dann, von wem das wirklich ist. Also das, genau. Ja, ich meine, man hört ja eh kaum was, also von dem Talk. Genau, und da bin ich schon bei 8 Stunden und 20 Minuten. Ich kann mich aber auch nicht mehr so wirklich erinnern, was da gerade passiert. Also kann ich euch nichts erzählen. Das ist schon eine Weile her, dass ich das geschaut habe und das wird jetzt Zeit, dass ich das mal ganz durchkriege. Genau. Ja, dann geht es los bei 8 Stunden und 23 Minuten mit dem Full Ethical Hacking Kurs. Ja, let's go. I think somebody says CLI. I think it is CLI. So it looks to me, and I don't want to give away, so I'm not going to tell you what I think is going to happen here. But Sind die nicht there is a extrem file selten, diese upload. Biome? If I had to guess, there's a vulnerability Keine in Ahnung, the ich kenne file mich nicht gut upload genug aus in diesem that Game. allows you some sort of code execution that gets you into at least into a lower shell. You're going to have to somehow get into the admin page Steht at hier some nicht, point in was für order ein to get Dings das that ist? that full access, would be my guess. Biome Badlands. So we're Badlands? looking at this too. All right, let's blow this one up. Badlands. Das heißt doch nicht Badlands. Okay, so we found the server What? again. E tags again. Remember, those are pretty much low findings. I would have put Okay. this on a external report. I'd maybe put Red on a live app Sand. if I'm desperate. Ja, also ich meine, dass es irgendwie Same thing wertvoll, goes seltener for ist. these headers again. And it looks like we aired out on the rest of it, so Oh we didn't mein get a whole Gott. bunch of information. Everybody's saying we should SFTP through the terminal. Let's do that. Ja, ich denke, das Video macht weniger Sinn, wenn ihr da nichts seht. Das ist jetzt gerade so. Ja. Sieht schön aus. Komme ich da vorbei? Oder hätte ich da vorbeifahren sollen? Okay, ich glaube, das wird nix. Lol, Delfin ist einfach an Land. Ja, okay, ich fahr da doch drum rum. Mann, hey. Ist ja gut.
Och nö. Was ist denn jetzt hier los? Oh. Nothing here. Ah, this is our web page. That make sense? So what just happened here? So they gave us our own personal web page. Ja, funny, hier gibt's so. And they gave us an account to log in via SFTP so that we can upload. Focus on the upload. Okay, das ist We auch. are in SFTP, which is in a public HTML folder. We have control of what we can upload into this folder. You see this index.html? And when we catted it over here, it said nothing, nothing here. Well, what also says nothing here? Our home web page. So if we were to modify this home web page, we could probably put whatever we want. They've got the bricks in here, and we got a little bit of information disclosure as well. You see they've got the abstract architecture, JPEG. We could try to navigate to this folder area as well. Who knows if it's going to let us? Okay, so it does give us a parent listing here. JavaScript, CSS. So there's a donkey DDoS Oh, das geht here. hier durch den So ganzen Bergdorf, oder was? just for proof of concept, yeah. Let's just de-edit this file. Let's change it to the donkey DDoS. I don't even want to look at it. I just want to see what it comes up as. Das war ja sehr stark von mir. We do have a put. All right. Here goes nothing, guys. Here goes nothing. Hell yeah. We got a donkey now. Lol. All right. Irgendwas war da mit dem Donkey. So Boah, es ist so lang her, we dass ich are das proving geschaut here that we have full control. We have control of an upload of a server that's Apache. That's as far as I can go without saying where I think it goes. I don't want to get into exploitation, but wenn I das think für the logical dirt. step. I've got a good feeling where the next logical step is. So if you are familiar with exploitation, your wheels should be spinning here and thinking of where the next logical step is as well. But for the purpose of not violating terms of service, Ich I'm hab not going to wieder go any kein Wasser, das farther. gibt's doch nicht. It's going to require an exploitation attempt to be able to see if I'm correct in my thoughts. And if I am correct, I don't Ich hätte es want ja eh nicht to dig geschafft. deeper. So that is an example of enumerating as well. We could also look. That got very capture the flag very quick. Unfortunately, I didn't want to go that route, but the old hack the box key kicked in and started diving down that route. We would wait for the UDP to come back as well. We're at 88.3, so we'd want to see what's open over there. But we've pretty much pieced together that we've got Kann ich die eigentlich als access to Building upload Blocks and verwenden, diese modify web page Bambus-Dinge? via Das wäre stark. Apache. We could do research on Apache 2.4.25 via Searchploit or via Google to see what types of exploits are out there. We could do research on OpenSSH 7.4p1 to see what's out there. It looks like they're running a Debian-based Linux. That's also useful to know. Debian-based Okay. on Apache. So as much Ja, der Server sollte eigentlich wieder starten. Der ist wahrscheinlich gerade information as we gecrashed. can gather GG. and apply to a later exploit, Minecraft the an der better. Stelle. So I'm going to wrap it up here as I feel like I can't go any farther. But I see some people are asking about the raffle. All right, we'll do the raffle. All right, my people, we are in week 7.
congratulations, if you've been following along this far, you've made it farther than most. Ja, mit 100 Jahren Pause. So, what are we gonna be doing tonight? We are gonna be doing some quick housekeeping. Hört überhaupt was? Der Junge ist so No more than leise. 5 minutes. Lauter geht's nicht. We're gonna be doing some shell and payload types. Oh lol, ich kann YouTube noch We're gonna lauter be talking machen. about exploitation. We're gonna talk about what to do when there is no exploitation. There's nothing to exploit, what can we do? And then finally we're gonna end with Q&A and AMA. So let's go ahead and go right into the housekeeping. So first and foremost, humble brags. You may have saw some stuff around my neck. You gotta stay humble, guys. This is just me staying humble. So, badge number one, attendance badge. Hä, hey, das kenne ich doch schon. Badge Diese number two, Humble Brags mit badge, seinen Badges. For Carolina Con. Badge number three, the black badge. Won the wireless CTF. What's up, attendance for life? I'm over here like Flavor Flav. Thank you, guys. Again, you have to stay humble. You have to stay humble. But you guys ja, will das Server noch go angehen? To cons, come back. Carolina Con Oder muss ich jetzt awesome. Hier einen Cut machen und schauen? Gray was on my team. Gray won as well. Keine Ahnung, so, wie lange die Folge schon I mean, geht, aber ja, so gesehen ist jetzt auch die neue Folge hier losgegangen. Ist eigentlich ganz gut getimed. Ja, dann war es das mit dieser Episode. Das war ein absoluter Flop. Der Full Ethical Hacking Kurs in Network Penetration Testing vor Beginn des 2019 hochgeladen von freecodecamp.org, aber eigentlich vom Cyber Mentor, von die Cyber Mentor ja, produzierte Videos eben. Genau. Das war Lasergurkenland, der stabilste Server auf diesem Planeten. Genau, gratis erreichbar und sollte eigentlich immer online sein. Ja, wie man hier gerade sieht. Oh mein Gott. Das war mal wieder ein tolles Werbevideo und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und kauft meine Produkte.